Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Kfz Jagschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Motor TV. Heute zeigen wir Ihnen ein Porsche Fahrsicherheitstraining, zuvor aber zu Seat. Ab sofort gibt es für alle Karosserievarianten des Seat Ibiza eine sportliche GT-Version. Sowohl für den Fünftürer als auch für das Sportcoupé und die Kombi-Variante ST. Das Grunddesign des Seat Ibiza stammt zwar schon aus dem Jahr 2008, mit neuen Motorisierungen und Sondermodellen wurde er trotzdem immer am neuesten Stand gehalten, so auch jetzt mit der GT-Version. Das Kürzel GT steht für ein Plus an Komfort, dynamische Motoren und eine besonders sportliche Optik. Diese zeigt sich von außen in serienmäßigen, schwarz glänzenden Außenspiegeln, dem Dach in Carbonoptik, 15 Zoll Alufelgen, Frontscheinwerfer mit Xenon-Optik und LED-Tagfahrlicht. Weiters eine augenscheinliche Neuheit, die Seiten- und Heckkleber. 11 Farben stehen für die GT-Version des Ibiza zur Auswahl. Entweder in Candy Weiß, wie hier unser Testwagen, oder über Eis Silber und Dakota Rot bis zum Phantom Schwarz. Die sportliche Linie des Seat Ibiza spiegelt sich dank der optimal zum Fahrer ausgerichteten Armaturen auch im Interieur wider. Verschiedene hochwertige Materialoberflächen sorgen für eine angenehme Atmosphäre im Innenraum, die ansprechend und funktional gestaltet ist. Eine manuelle Klimaanlage, Radio mit CD, MP3-Player inklusive AUX-Eingang, ein Multifunktionslenkradhebel und die Einstiegszierleisten sind der GT-Version zu verdanken. Normal große Passagiere sind im Seat Ibiza im Klassenvergleich gut untergebracht. Überhaupt bequem sitzt man in der ersten Reihe. Die Sitzposition des Fahrers ist nicht zuletzt auch wegen des verstellbaren, griffigen Lenkrades sehr gut. Im Stadtverkehr ist die Übersichtlichkeit und Handlichkeit des Wagens sicher ein Pluspunkt. Der rund 1000 Kilogramm leichte Seat Ibiza GT ist ausreichend motorisiert, wahlweise mit Benzinantrieb, den 1,2 Liter mit 70 PS oder den etwas stärkeren 1,4 Liter mit 85 PS. Beim Dieselantrieb steht ein 1,6 TDI mit 90 PS zur Auswahl. Klanglich und von der Laufkultur her gibt es bei der von uns gefahrenen sparsamen 85 PS Benzinvariante rein gar nichts auszusetzen. Im Leerlauf, weder höher noch spürbar, rührt der Vierzylinder bei Volllast wie ein großer. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft ihr dann in knappen 12 Sekunden, der Durchschnittsverbrauch liegt bei rund 6 Litern. Auch die 5 Gänge des Getriebes mit angenehm griffigen Schalthebel sind ausreichend. Sportlich straff abgestimmt gibt sich das Fahrwerk von seiner besten Seite. Neutrales Fahrverhalten bis in den Grenzbereich, gepaart mit geringer Karosserieneigung, machen den Ibiza gleichermaßen zu einem flinken Kompaktflitzer. Erhältlich ist die GT-Variante des Seat Ibiza bereits ab 13.990 Euro. Wie schon erwähnt, gibt es die GT-Version mit der sportlichen Optik für alle Karosserievarianten des Ibiza, nicht nur für das von uns gefahrene Sportcoupé, sondern auch für die fünftürige Version und den Kombi. Jetzt bei den Seat-Partnern: Kampa in Eisenstadt, Kneiss in Oberpullendorf und Krug in Bernstein. Kiss me once, twice, and say you do, 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 and I'll kiss you too. To be with you, my peekaboo is like shooby doop and poopy doopy doo. Oh, me, oh my, when I see you, I know I won't. Wenn Sie wieder einmal nur eine Hand frei haben. Der neue Minivan Verso S mit Easy Flat Sitzsystem ist da. Außen 4 Meter, innen Platz für Ihr ganzes Leben. Zukunft zählt. Toyota. Jetzt bei Toyota Ulrich in Steinbrunn. Buchreiter in Eisenstadt. Und Toyota Zentrum Stifter in Marz. Porsche-Piloten sind angeblich die sichersten Fahrer im Straßenverkehr. Das liegt möglicherweise auch daran, dass sehr viele Porsche-Fahrer das vom Hersteller angebotene Porsche-Fahrsicherheitstraining in Anspruch nehmen. Wir waren bei so einer Veranstaltung in Teesdorf dabei. Ja.
Rund 30 Teilnehmer mit verschiedensten Porsche-Modellen, aufgeteilt in mehreren Gruppen, nehmen das Porsche-Sicherheitstraining in Angriff. Es ist völlig ungefährlich aufgrund großer spezieller Übungsflächen und aufgrund eines gezielt zusammengestellten Programms von den Experten des ÖAMTC und Porsche Austria. Auch das Fahrzeug wird dabei keinerlei Torturen ausgesetzt, die einen höheren Verschleiß zur Folge hätten. Das Spezielle beim Porsche Safety Training ist sicher die sportlich dynamische Art, mit der diese Trainings geführt werden, um hier Situationen zu provozieren und den Fahrer in Extremsituationen zu bringen, um sie im Straßenverkehr bewusst zu vermeiden. Und natürlich sollte neben dem Spaßfaktor auch die Sicherheit stark im Vordergrund stehen. Unter professioneller Anleitung geben erfahrene Instruktoren wertvolle Tipps bezüglich richtiger Pedalarbeit und richtigen Dreh am Lenkrad in Grenzsituationen. Dazu werden unterschiedliche Übungen durchgeführt, wie zum Beispiel Kurvenfahren, richtiges Bremsen oder das Ausweichen vor plötzlich auftauchenden Wasserhindernissen. Auch das Aquaplaning-Verhalten bei hoher Geschwindigkeit wird simuliert. Eine der lehrreichsten Übungen ist jedoch das Überfahren einer Schleuderplatte, bei der eine hydraulische Vorrichtung das Heck des Fahrzeugs zum Ausbruch bringt. Sinn und Zweck dieser Übung hier ist es, Gegenlenken im richtigen Maß zu lernen und die Dynamik des Fahrzeugs bei einem Heckausbruch zu spüren. Es wird immer wieder gesagt, in der Kurve schleudert es mir und so, aber sehr, sehr viele Schleuderunfälle sind auf der geraden Straße. Kurz unaufmerksam, zu weit links, zu weit rechts, dann schauen wir wieder, dann schreckt man uns und machen ein abruptes Lenkmanöver. In der Situation tun wir überreagieren und dann kommt das Auto in Schleudern. Und genau da machen wir das, dass das Auto künstlich in Schleudern gebracht wird und der Lenker muss blitzartig durch Gegenlenken das Auto wieder stabilisieren. Das Gegenlenken ist einfach eine reine Übungssache, dass ich da, ja, wie wir jetzt erst gesagt haben, wenn ich da lang überlegen muss, in welche Richtung muss ich lenken, wie viel muss ich lenken, bin ich jetzt langsam. Da muss ich wirklich das so trainieren, dass ich gar nicht denken muss dabei. Dann funktioniert das. Wie das über die Rechenzentrale geht, bin ich jetzt langsam. Zu dieser Erkenntnis kommt auch Restaurantbesitzer Karl Frühwirth aus Bad Tatzmannsdorf bei den Übungsfahrten mit seinem allradgetriebenen 400 PS starken Porsche 911. Von vorn her nimmt man auf alle Fälle was mit für den Alltag und für den Straßenverkehr. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich schauen, dass meine Frau das selbe Training da mitmacht, weil es bringt auf alle Fälle sehr, sehr viel. So ein Fahrsicherheitstraining nützt natürlich jeden Verkehrsteilnehmer. In Anspruch genommen wird es jedoch von besonders vielen Porsche-Fahrern. Der legendäre Heckantrieb von Porsche hat natürlich im sportlichen Bereich seine Vorteile. Wenn es ums Driften geht, wenn es darum geht, das Fahrzeug mit Gas über die Hinterachse zu lenken, im sportlich dynamischen Bereich ist das ein sehr schöner klassischer Fahrstil mit hinterradgetriebenen Fahrzeugen. Der Allrad hat im Traktionsbereich den Vorteil, dass über alle vier Räder die Kraft gleichmäßig verteilt ist und dadurch der Vortrieb ein schöner und größerer ist. Und das ist, denke ich mal, der Unterschied, den Porsche auch zu den frontgetriebenen Fahrzeugen heute noch hat. Gut, die Porsche-Fahrer sind sehr disziplinierte Fahrer. Sie wissen, sie haben ein Sportgerät unterm Hintern und sie wollen es beherrschen und dementsprechend aufnahmefähig sind sie. Und sie wollen sagen, okay, Porsche-Fahren macht Spaß, aber ich möchte es nur besser lernen, dass ich nur mehr Spaß habe beim Porsche-Fahren. Einer der Teilnehmer beim Porsche-Sicherheitstraining ist Gerhard Kober mit seinem Porsche Boxster. Das Hauptgewicht für den heutigen Tag war für mich, das Auto kennenzulernen. Ich habe mir erst voriges Jahr gekauft. Und einfach die Grenzbereiche abtesten vom Auto und von mir. Und die Kombination ist ideal da. Der Boxster ist im Vergleich auch zu anderen Autos wie ein Go-Kart. Vom Gewicht und Kombination Gewicht-Leistung ist einfach exorbitant und das war die Kaufentscheidung. Vom Umsetzen her, ich bin umgestiegen von einem Audi TT, der ist wie ein Panzer gelegen, der war schwer, der hat fast 1800 Kilo. Und der war halt Auto, aber das ist Go-Kart, das ist traumhaft. Auch Sigrid Scheucher aus Wolfsberg findet ihren Porsche traumhaft. Ich bin 10 Jahre lang einen VW Beetle gefahren und jetzt fahre ich den 11er Porsche, der macht mir mehr Spaß. Ich fahre auch im Alltag damit, also das ist jetzt mein einziges Auto, den möchte ich ausnutzen und ich werde, glaube ich, bei dem bleiben. Klarerweise ist auch Porsche fahren, das, was wir auch immer wieder vermitteln, es macht Spaß, aber in erster Linie steht die Sicherheit. Ich würde sagen, lieber ein feiger Hund wie ein toter Löwe. Porsche Safety Trainingstage finden regelmäßig an verschiedenen Orten statt. Infos dazu gibt es auf www.porsche.at.
Das war's für diese Woche bei Motor TV. Zu sehen hier auf BKF, jeweils von Freitag bis Montag, 10 Minuten vor der vollen Stunde. Ich freue mich, dass Sie zugesehen haben und nächste Woche begrüßt Sie wieder meine Kollegin Elke Lichtenecker. Diese Sendung widmete Ihnen Kfz Jagdschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken.